Auch heuer war die Haus- und Baumesse im oberösterreichischen Ried ein Publikumsmagnet. Die Messe vereinte 340 Firmen auf rund 14.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in 9 Hallen. An die 20.000 Besucher nutzten das umfangreiche Angebot der Messe. Der Rieder Bürgermeister sieht die Bedeutung dieser Messe auf mehreren Ebenen. Einerseits eine regionale und andererseits eine nationale und sogar internationale Bedeutung. Denn gerade bei der 21. Haus- und Baumesse wird verdeutlicht, dass auf insgesamt 14.000 Quadratmeter 340 Firmen ausstellen und damit die größte Baumesse Österreichs im Herbst dieses Jahres darstellt. Bei der Landesregierung freut man sich über die positive Entwicklung, die dieser Messe-Event bisher genommen hat. Ich war auch einmal Aufsichtsrat in der Rieder Messe und ich kann mich noch erinnern, wie wir in der Aufsichtsrat waren, da war das ganze Messewesen im Umbruch. Und wir haben uns aber entschlossen, weiterzumachen und die Entwicklung der Messe zeigt mir, dass es ein richtiger Entschluss war. Gerade die Riedermesse beweist traditionell seit 1867 eine tolle Erfolgskurve. Sie zeigt, was die Region leisten kann, was Ried leisten kann. Gerade die Haus und Bau ist natürlich eine Messe, die in der Region sehr, sehr wichtig ist, weil wir haben eine sehr, sehr starke Bauwirtschaft. Momentan läuft die Konjunktur auch ausgezeichnet. Das heißt, sehr viele Menschen bauen um, bauen neu, auch Firmen errichten Firmengebäude. Heutzutage fokussiert sich das Publikumsinteresse vor allem auf den Energiesektor. Denn gerade in der kalten Jahreszeit steigt der Energieverbrauch. Die Energie AG Oberösterreich hat bisher immer innovative Produkte auf den Markt gebracht. Wie sieht hier die Zukunft aus? Also wir gehen davon aus, dass sich der Strommarkt, der Energiemarkt absolut changen wird. Das heißt, es wird hier einen Wechsel kommen. Wir sind entsprechend gut vorbereitet. Die Kunden wollen Transparenz, sie wollen Verständlichkeit. Das machen wir. Das heißt, unsere Produkte werden immer transparenter werden und verständlicher werden, sei es jetzt die Rechnung, sei es jetzt unsere Strompreisprodukte. Sie wollen aber vor allem auch innovative Preisprodukte haben. Das heißt, der Kunde will sich nicht lange damit beschäftigen, er will über das Handy auswählen können, welche Strompreisprodukte er möchte. Er will auf Knopfdruck haben, welches Zusatzprodukt er möchte und er möchte nicht viel dazu beitragen. Das heißt, er möchte transparent und schnell und flexibel die entsprechenden Produkte auswählen. In diese Richtung wird es gehen. Hier bereiten wir uns vor, dass der Kunde wirklich rund um die Uhr von uns serviciert wird, dass er wenig Arbeit hat sozusagen und im Prinzip immer up to date ist, was die neuesten Produkte betrifft. Und es geht in die Richtung Beratung und Optimierung. Welche neuen Angebote für Stromkunden gibt es derzeit? Ja, die Energie AG hat neben ganz innovativen Preisprodukten, die wir jetzt dann im kommenden Jahr 18 auf den Markt bringen werden, eine Reihe von Zusatzprodukten. Und das ist ganz wichtig. Einerseits haben wir Zusatzprodukte, die Ihnen helfen, Energie einzusparen, wirklich einzusparen. Das heißt, jede eingesparte Kilowattstunde heißt natürlich auch Kostensenkung. Und dann haben wir eine Reihe von innovativen Produkten. Wir haben unser E-Service-Portal, unser Self-Service-Portal. Das heißt, unsere Kundinnen und Kunden können sich im Prinzip ihre Strompreisprodukte selber wählen, können täglich hineinschauen, wie es mit den Teilzahlungsbeträgen ausschaut. Also wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Auf dieser Messe waren auch Finanzdienstleister vor Ort, die in der heutigen Zeit eine immer größere Bedeutung gewinnen. Welche Leistungen kann man sich von so einem Unternehmen wie Swiss Life Select erwarten? Als führender Finanzdienstleister in Österreich beschäftigt sich Swiss Life Select in erster Linie mit 4 Dingen: Anlegen, Finanzieren, Vorsorgen und Versichern. Dabei kommt der Financial Planning Ansatz in der Breite zum Tragen, verbunden mit den Expertisen bzw. den Fachleuten für jeden einzelnen Bereich. Welcher Kundenvorteil resultiert daraus? Ein transparenter Vergleich kann Tausende Euro sparen. Laut einer Studie der Arbeiterkammer Wien aus dem Juli 2016 ist zum Beispiel bei einem Finanzierungsvolumen von 200.000 Euro und einer Laufzeit von 25 Jahren ein Vorteil von bis zu 20.000 Euro möglich. Wenn man bedenkt, wie viel Aufwand oft betrieben wird, die günstigste Tankstelle, das billigste Smartphone, den preiswertesten Urlaub zum Beispiel zu ergattern, erstaunt es uns immer wieder, wie wenig bei Finanzierungen verglichen wird. Die Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns liegen auf der Hand. Transparenter Vergleich,
von verschiedenen Finanzierungsangeboten am Markt. Top-Zinssätze und Konditionen bei unseren Partnerbanken. Persönliche Beratung auf Private Banking Niveau. Einfache Abwicklung. Ein Ansprechpartner für alle Fragen. Und am Ende ein ganzheitliches Konzept auch für Absicherung und Vorsorge. Bei der diesjährigen Haus- und Baumesse in Ried kommt man zum Schluss, dass die Baubranche derzeit boomt, aber auch das Energieangebot immer kundenfreundlicher wird. Man darf schon auf die Messe im nächsten Jahr gespannt sein.